Hallo furchtbare Freunde, geil, dass ihr wieder am Start seid zu diesem neuen digitalen Brettspiel-Video. Und zwar spielen wir Overboss in der digitalen Version. Das ist ein Brettspiel, was auch hier hinter, da hinter mir, nein, ist eins meiner liebsten Brettspiele mit in meiner Sammlung. Ich finde die Grafik total schön und auch das Spielerlebnis macht Spaß. Besonders Solo ist es halt so ein schönes, schnelles, gezocktes Ding. Allerdings dauert der Aufbau ein bisschen lange und deswegen freue ich mich, dass ich zum Solo-Spielen jetzt auch digital vorgehen kann. Und das mache ich ja sehr gerne, wie ihr wisst. Und deswegen gibt es dieses Video hier. Und ich werde natürlich beim Spielen auch die Regeln erklären. Hier, man kann Multiplayer online spielen zurzeit und man kann Solo auf Highscore-Jagd gehen und das machen wir. Das Ganze hier ist eine Demo-Version des Spiels, das noch nicht ganz fertig ist, aber wenn es kommt, dann werde ich es mir auf jeden Fall holen und wahrscheinlich dann auch noch mal ein Video machen dazu, wie sich die Version dann vielleicht von dieser hier unterscheidet. Wenn man, man kann das hier sehen, es gibt dann auch die Solo-Campaign. Die habe ich, falls ihr mir auf Instagram folgt, ja auch schon mal gespielt und meine Ergebnisse da so ein bisschen gezeigt. Wir wollen jetzt hier Solo Highscore spielen und dazu müssen wir uns erstmal für Ländertypen entscheiden, die wir damit reinnehmen wollen. Da gibt es verschiedene, es gibt hier einmal so Ork-Camps, es gibt Vampirschlösser, es gibt Höhlen, es gibt das Wolkenland, es gibt eine Wüste, es gibt Vulkane, es gibt so Sümpfe, es gibt ja Beschwörungskreise, es gibt Friedhöfe und es gibt Wälder. Und ich nehme so die Basic Ones, nehme ich mal, und dafür müssen wir die drei hier rausschmeißen und diese drei reinnehmen. Moment, die Wolkenländer auch noch raus und die Graveyards rein. Also Sümpfe, Höhlen, Friedhöfe, Wälder und Ork-Camps, das ist so das Standard. Damit fängt man ganz gut an. Jetzt könnte ich mir hier noch aussuchen, wie groß mein Spielfeld sein soll. Ich nehme die 4x3 Tiles jetzt, weil es so am einfachsten ist. Man kann hier noch Bosse dazu nehmen und das machen wir mal. Command Cards scheinen noch nicht implementiert zu sein. So, dann confirmen wir das. Jetzt kann ich mir eine Bosskarte theoretisch, glaube ich, sogar aussuchen. Ja. Ja, und für die Bosse nehmen wir uns mal den Porkus hier mit. Und dann geht es auch schon los. Und wie gesagt, ich erkläre nebenher so ein bisschen das Spiel. So, das ist bla bla bla. So, jetzt haben wir hier so Landteile. Die kommen hier auf das Spielbrett. Es geht darum, die Landteile und diese Monster möglichst günstig zu verteilen, sodass wir viele Punkte bekommen. Jetzt schauen wir mal hier dieses Dungeon oder diese Höhle vielmehr an. Das ist eine Höhle. Die Höhle gibt mir einen Siegpunkt plus zwei Siegpunkte, wenn sie an einem Gebirge, das sind die Ränder hier oben, angebaut wird. Das heißt, dann würde mir die Höhle schon drei Punkte geben. Ein Friedhof, der gibt drei Punkte und für jeden weiteren Friedhof, den ich habe, kriege ich noch Punkte dazu. Das ist ein Dungeon und das Dungeon gibt mir einen Siegpunkt plus einen Siegpunkt von jedem, für jedes verschiedene andere Landteil, was ich waagerecht oder senkrecht, nicht diagonal, daneben baue. So. Es gibt immer hier kleine Minions noch. Da haben wir hier zum Beispiel, das sind so Kobolde oder Orks oder einen Drachen. Und die Drachen, das sieht man hier unten an dem Symbol, die stimmen mit dem Höhlensymbol überein. Das heißt, Drachen fühlen sich besonders wohl in den Höhlen und dann gibt das auch einen Siegpunkt. Die Goblins oder Kobolde kommen uns in die Wälder und die Orks in die Camps. In die Dungeons wird kein Monster gestellt. So, jetzt schauen wir mal, was kann der Porkus? Da könnte ich jetzt ein Landteil und einen verschiedenen Token nehmen.
Also theoretisch könnte ich auch den Friedhof hier nehmen und da den Ork von diesem Ding. Will ich aber gar nicht. Ich nehme jetzt einfach stumpf diese Höhle hier und setze die hier an den Bergrand. Und jetzt muss ich mir einen Landteil aussuchen, wo ich den Drachen hinsetze. Und Überraschung, den setze ich hier rein. Sieht man, es gibt noch einen Punkt mehr. Hier ist es so, immer das oberste Teil verschwindet, die da drunter rücken nach und dann wird noch ein neues aufgedeckt. Und jetzt habe ich hier schon wieder eine Höhle mit einem Drachen. Und das machen wir gleich einfach nochmal. In diesem Fall wird gleich der Friedhof verschwinden. Die rücken nach und dann kommen hier neue. So, und den setzen wir natürlich direkt auch wieder in die Höhle. Ganz wunderbar. So, jetzt haben wir hier auch zwei Wälder und wir haben einen Sumpf. Ich werde jetzt mal dieses Dungeon hier nehmen und das hier hinsetzen. Denn dann habe ich hier drei Felder frei, die ich noch mit anderen Landteilen besetzen kann. Den Goblin kann ich nicht in das Dungeon setzen, deswegen bleibt er hier in meinem Monster Grid. So, dann nehme ich mir jetzt einen Wald. Den Wald setze ich mal hier hin. Und jetzt kann ich nämlich hier aussuchen, welches meiner Monster ich in diesen Wald setzen möchte. Und dann nehmen wir doch einfach mal den Kobold. So, was kriegen wir als nächstes? Jetzt haben wir hier ein Ork-Camp. Bei den Ork-Camps, also Wälder ist es so, ne, für einen Wald kriege ich einen Siegpunkt, für zwei Wälder drei, für drei Wälder kriege ich sechs, für vier Wälder 10 und für 5 Wälder würde ich 15 bekommen. Bei den Sümpfen ist es so, du kriegst einen Siegpunkt. Wenn der Sumpf an einem weiteren Sumpf dran ist, gibt es nochmal einen. Und wenn der Sumpf hier irgendwo am Meer angebaut wird, gibt es nochmal einen. So. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Ich nehme mal den Sumpf und dann setze ich den hier hin. Und jetzt kommt die Kräuterhexe in den Sumpf. Und das gibt nochmal einen extra Punkt. Was haben wir als nächstes? Friedhöfe. Okay. Dann würde ich sagen, nehme ich erstmal noch eine Höhle vielleicht. Jetzt die hier hin. Und da setzen wir dann, kann ich den Miniboss da reinsetzen? Nein. Dann setzen wir den Miniboss hier rein. Der Miniboss gibt einfach zwei Siegpunkte. So, jetzt haben wir hier noch ein Dungeon. Das ist gar nicht schlecht. Denn das können wir hier hinsetzen. Dungeons bedingen sich gegenseitig. Das ist ganz neckisch. Jetzt haben wir hier einen Wald. Und der Wald gibt mir auch ein Portal. So, den Wald setze ich hier hin. Und dann kann ich den Kobold in den Wald setzen. Und jetzt habe ich ein Portal. Und mit diesem Portal kann ich hinterher nochmal Figuren tauschen. Wenn ich jetzt also irgendwas habe, was auf einem Feld ist, wo es nicht so viele Punkte gibt, kann ich die dadurch nochmal tauschen. Vielleicht erkläre ich das gleich auch nochmal, vielleicht kommen wir da noch zu. Auf jeden Fall ist das hier ganz gut so. Da habe ich jetzt drei Punkte durch die Wälder und jeweils einen Punkt noch, weil da ein Kobold drauf steht, der zum Wald passt. Und es gibt nochmal Punkte, weil zwei gleiche Monster nebeneinander sind. Das habe ich hier oben auch schon. Okay. Wir beenden die Runde. Damit verschwindet dann allerdings leider der Friedhof hier mit dem Drachen. Den Drachen hätte ich natürlich eher nehmen sollen.
denn der Friedhof, der Wald hier unten mit dem Portal wäre noch länger im Spiel geblieben. Der verschwindet jetzt. Da hätte ich dann schön den Drachen in die Höhle setzen können, den Miniboss auf den Friedhof. War ein Fehler. So. Jetzt haben wir hier noch eine Höhle. Das brauchen wir nicht. Wir nehmen noch einen Sumpf mit einem Miniboss. Und den Sumpf setzen wir hier hin. Und da setzen wir natürlich die Hexe rein. Jetzt habe ich hier auch wieder, ne, zwei passende. Die sind beide am Wasser, das heißt, und liegen neben einem Sumpf jeweils. Das heißt, es sind schon mal 3 Punkte. Und dann nochmal für jede Hexe da drin auch nochmal einen Punkt. Wenn ich Fehler mache, dann liegt es halt auch daran, dass ich das Video nicht jetzt so ewig in die Länge ziehen will, indem ich überlege, sondern das einigermaßen fix durchspielen möchte. Und dann kann es natürlich mal sein, dass ich Fehler mache. So, wir beenden die Runde und schauen mal, was kommt. Noch mehr Sümpfe. Das ist nicht schlimm, denn einen Sumpf brauchen wir mindestens noch. Und dann nehmen wir doch auch einfach gleich den hier. Setzen den dahin und setzen da auch wieder die Hexe rein. Der gibt jetzt nicht 3 Punkte, sondern nur 2, weil er noch nicht neben einem weiteren Sumpf ist. Okay, dann beenden wir diese Runde. Und wir haben da noch einen Sumpf. Und wir können dann diesen Sumpf hier nebensetzen. So. Und da setzen wir jetzt den Drachen rein. Und jetzt zeige ich euch das mit dem Portal. Ich aktiviere das Portal und jetzt kann ich den Miniboss mit dem Drachen tauschen. So. Jetzt habe ich so viele schöne Höhlen. Das wäre eigentlich ganz nett, wenn ich hier diesen Kristall kriegen würde. Denn der Kristall gibt mir am Ende nochmal einen Siegpunkt pro Höhle. Andererseits, ja, so richtig viel besser kann es eigentlich nicht werden. Warte mal, das hier würde mir 3 geben plus den Miniboss sind 5. Hier bekäme ich praktisch 2 plus 3 sind auch 5. Tja, das ist also gehupft wie gesprungen. Und aber das ist ganz gut, ja, weil ich hier dann kein Token dazu nehme. Ach, warte mal, ich kann meinen Boss aktivieren. Ich aktiviere mal meinen Boss. Zack. So. Und jetzt kann ich nämlich dieses Teil nehmen. Und das setzen wir dann. Und diesen Token. Und dann setzen wir das hier rüber. Und ich setze den da rein. So, mal gucken. Bossmonster. Sehr schön. Das ist übrigens auch mein höchster Score bis jetzt. Ich habe sonst 55 noch geschafft und 57. Und das hier ist mein neuer Highscore. Sehr schön. Bossmonster. Wird sicherlich besser gehen. Also ich habe heute gesehen, die Ella hat 77 Punkte geschafft schon. Sehr cool. Das ist die Ella Loves Board Games, heißt sie, glaube ich, auf Instagram. Und die hat auch einen YouTube-Kanal. Wenn ihr wollt, könnt ihr da ja mal nachschauen. Ja, wir schauen uns mal die Scoring-Details an. Camps, also Org-Camps, hatte ich keine, gibt 0 Punkte. Die Höhlen geben mir 12 Punkte, weil ich 4 Höhlen hatte, die alle an Bergen dran waren. Wälder hatte ich 2 Stück, gibt mir 3 Punkte.
Friedhöfe hatte ich gar keine Nullpunkte. Dann hatte ich 4 Sümpfe, die immer am Wasser dran waren. Und jeweils an einem anderen Sumpf gibt nochmal 12 Punkte. Dungeons, da hatte ich 2, die ich beide komplett richtig umbaut habe. Das heißt 10 Punkte. Das macht einen Tilescore von 37. Ich hatte einen Miniboss mit 2 Punkten, Kristalle keine. Matching Monsters hatte ich 9 Stück, geben 9 Punkte. Und Monster Bands hatte ich 4 und die geben mir 8 Punkte. Token Score also 19. Dann habe ich meinen Boss eingesetzt. Das gibt nochmal 3. Und ich habe einen Total von 59 Punkten. Ja, sehr schön. Das ist ein wunderbares Spiel. Ihr seht, es dauert auch nicht lange. Wenn man es gerne länger hätte, dann kann man, wie gesagt, hier einmal das 4x4-Teil auswählen. Ja, und man kann jetzt eben auch andere Geländeteile auswählen, die dann andere Victory Point Voraussetzungen haben. So. Ja. Jetzt, ich switch immer so schnell von Englisch zu Deutsch und dann weiß ich manchmal gar nicht, was ich sagen wollte. Okay, das ist also Overboss, das digitale Brettspiel zum analogen Brettspiel von Brotherwise Games. Und mir macht es sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt es auch interessant gefunden und seid beim nächsten Video wieder dabei. Und wenn das so ist, gebt diesem Video doch gern einen Daumen nach oben, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Dann solltet ihr das tun, denn hier kommen wieder jede Menge digitale Brettspielvideos auf euch zu und auch wieder einiges an analogen Content. Gut, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Bleibt gesund. Kommt wieder vorbei, wenn ihr Bock auf digitale Brettspiele habt. Und bis dahin, alles Gute, euer KidZero.